Einen großen Erfolg errangen 7 Schüler mit ihrer Lehrerin Hannelore Pechnatz aus der Georg-Friedrich-Kersting-Grundschule beim diesjährigen Plattdeutsch-Wettbewerb des Landes in Schwerin. Für ihr frisches und engagiert vorgetragenes Programm errangen sie den ersten Preis. Inzwischen haben die Gewinner den aus 4 Teilen bestehenden Beitrag schon vor Lehrern der Schule und Erzieherinnen vom Schulkinderhaus Mitte aufgeführt. Das Programm beginnt mit einem Gespräch zwischen Zvefa und Michelle, in dem die Schule und das Umfeld vorgestellt werden. Höhepunkt des Vortrags ist ein Rundgang durch die Badachstadt. Franziska betätigt sich dabei als Stadtführerin und erklärt die Sehenswürdigkeiten in niederdeutscher Sprache. Lehrerin Hannelore Pechnatz hat die Texte geschrieben und fast 20 Sehenswürdigkeiten zusammengetragen. Für unseren Beitrag machen sich die Schüler mit ihrer Lehrerin auf den Weg zu einigen Stationen. Erster Anlaufpunkt ist der Marktplatz mit dem Rathaus. Nu kamen wir ob den Marktplatz an. Da kicken wir uns das Güstrower Rathaus an. Hier regiert der Bürgermeister Schuld, der Geschicke der Stadt mit fell Geduld. Magst du in die Fahrkack ob die Dörr, stell ich dir den Bohrmann Alter für. 8 Straten gern von Marktplatz auf. Die schaffen wir all. Kam nu, betten fix und ein Draff. Weiter geht es vorbei an der Pfarrkirche, bei der Franziska ja schon den Jan-Bohrmann-Altar erwähnt hatte. Durch die Domstraße ist der Franz-Paar-Platz mit dem Theater das nächste Ziel. In Barlach-Theater gibt es Stücke verschiedenster Ort. Da kommt so manch ein Besucher in Fort. Hans Albers und Hannelore Kuse haben ihr A-Lied Don Vordrach bräucht. Willst du die üb dat Fahrrad schwingen, kann ich die Town Seerut bringen. Nahe Erholungsgebiet an Inselsee steigt üb den Plan. Hier können wir relaxen, so dann und wann. Der Einladung zum Inselsee wollen wir heute nicht folgen, sondern gehen, vorbei am Stadtmuseum, zum Schloss. Auch da weiß Stadtführerin Franziska einiges zu berichten. Över die Schanz kamst du dreich der Stadt. Süß dat Schlott, dat ist auch wat. Die Gorne in Schlott ist wunderschön. In Juli die Lavendelbüsche bläun. Ausstellungen sind nicht nur hier taube sein. Auch im Museum gerdert fein. Bilder von Kersting hängen da an der Wand. Dort interessiert die Touristen und ganze Land. Viele weitere Sehenswürdigkeiten wie den Dom mit dem Schwebenden, Barlachs Atelierhaus am Inselsee oder den Borwinbrunnen stellt Franziska in ihrem Beitrag noch vor. Hat sie ihre Führung beendet, kommen Angelina und Nele zu Wort. Sie erzählen in dem wunderschönen Lied vom Duo Ossenkopf, wie sind München und Norden, wer sie sind und wo sie ihre Wurzeln haben. Sag mal, wo kommst du denn her? Was geht dir das an? Mensch, das ist schön, du bist ja an den Platz packen kann. Dann gibt das keine Fragen, nicht wie, nicht was, nicht wann. Und wenn dann einer weiten will, der hört sich das nun an. Ja, was hört der sich an? Wie sie Menschen und Norden, wie sie Kinder und Meckom. Ein jeder versteht uns vom Pöbel Usedom. Ihr stinkenden Reden, glaub nicht um. Wie sie Menschen und Norden, wie sie Kinder und Meckom. Zum Schluss haben Ben und Lena noch eine Liebeserklärung parat. Sie rezitieren das Gedicht »Wo de Ostseewellen trecken an den Strand« von Martha Müller-Gerelert. Die Jury lobte auch die Zusammenstellung des Programms aus originellen, lokal angesiedelten Beiträgen und bekannten Texten. Hannelore Pechnatz erzählt, wie Plattdeutschunterricht an der Georg-Friedrich-Kersting-Grundschule funktioniert. Sehr gut. Wir haben 200 Schüler an der Georg-Friedrich-Kersting-Grundschule und 80 Kinder davon lernen Plattdeutsch. Und das ist eine hohe Zahl, über die ich mich sehr freue, gemeinsam mit meinem Kollegium. Und wir haben immer am Donnerstag unseren Platttag, weil dann ist Religion und Philosophie und wir sind das Ersatzfach dazu. Das Ersatzfach, das die Kinder sich also dann zusätzlich wählen können. Und da bin ich über die Beteiligung, die hohe Beteiligung sehr erfreut. Ihr Programm werden die Schüler aus 3. und 4. Klassen wohl noch oft aufführen müssen. Gern erinnern sie sich an den Wettbewerb, bei dem sie am Anfang mächtig aufgeregt waren, sich dann aber umso mehr über die Urkunden und die Glückwünsche von Kultusminister Matthias Brotkorb gefreut haben. Die Lehrerin hat für jeden Teilnehmer eine Erinnerungstüte an dieses Ereignis gefüllt. Im Moment überlegen die Schüler, was sie mit dem beim Regional- und Landeswettbewerb gewonnenen Preisgeld machen. Als Sofortprämie lud die Lehrerin ihre erfolgreichen Schüler zu einer großen Eisportion ein.